Nein. Danke, dass du dir trotzdem Zeit für uns nimmst, wo du doch so viele andere Baustellen hast. Wer ist das? Darf ich vorstellen, Frau Ulrich. Mit Preisen behängte Erzieherin. Ein großes Herz für kleine Seelen. Leider auch ein Riesenloch in der Haushaltskasse. Aber offensichtlich erweist sich dein Fast-Ex-Mann ja als ziemlich spendabel. Nimm so Platz. Die offizielle Version. Sie wurden von Sebastian von Lahnstein engagiert, um seine Tochter abzuholen und ihn am Flughafen zu treffen. Wer seine Tochter entführen will, davon wissen Sie nichts. Sie wissen nur, dass die Mutter von Emma eine ziemliche Giftspritze sein soll. Das Gerücht können Sie durchaus ernst nehmen. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Ihre zahlreichen Diplome auch unter anderem Ihre Fähigkeit zur Diskretion verdanken. Das wäre im Moment alles. Warten Sie doch bitte draußen auf mich. Kann ich auch sprechen? Nur im Notfall. Das nennt man Diskretion, Tanja. Oh, also, Sebastians angebliche Komplize mit hierher zu schleppen, fällt nicht gerade in diese Kategorie, Ansgar. Ach was, die Frau ist Profi. Die wollte sich nur ein paar Pflegehinweise von der Mutter abholen. Jetzt mach dir keine Sorgen, Tanja. Dein lieber Ehemann sitzt bald in der schwedischen Gardine. Was Sonja wohl dazu sagt. Hoffentlich kann sie sich dann noch auf ihre Arbeit konzentrieren. Tja, was denn mit den Unterlagen, die ich dir gegeben habe, hast du lieber Sebastian deponiert? Was ist denn los mit dir? Wir wollten die ganze Geschichte bei der 800-Jahr-Feier hochgehen lassen. Ansgar, du kriegst einen Skandal. Sebastian wird seinen Sitz im Gremium verlieren und das Sorgerecht für Emma. Tja, kann eine liebe Designerin sich bald ihrem Schätzchen einen schönen Streifenanzug kreieren? Oder was trägt man heutzutage als Kindesentführer im Knast? Frau Dröge, ist mein Mann schon im Haus? Noch nicht, aber er müsste jeden Moment kommen, weil er gleich einen Termin hat. Ja, mit mir. Ich warte in seinem Büro. Guten Morgen. Ihre Frau wartet in Ihrem Büro. Ach, und Ihr Anwalt bitte dringend um Rückruf. Die Frage ist, was er so dringend will. Andere Frage. Was wolltest du in meinem Büro? Die finanziellen Modalitäten der Scheidung mit dir besprechen. Ja, ich habe es mir gerade anders überlegt. Ah ja. Inwiefern? Weil ich jetzt alles will. Frau Dröge, meine Frau hat in Zukunft keinen Zutritt mehr zu meinem Büro, ja? Gibt ja auch nichts mehr zu besprechen, oder? Sie hatte nichts zu besprechen. Sie führt etwas im Schilde. Ja, ja, sie will mir Emmas Entführung anhängen. Ansgar, bevor du fragst, alles ist da, wo es hingehört. Sehr schön, meine Liebe. Wir sollten uns übrigens dringend noch mal mit der Nanny treffen. Lagebesprechung. Ich rufe dich zurück, ja. Ich freue mich drauf. Jetzt ist er bestimmt enttäuscht. Dein Partner in Crime. Sebastian, was willst du? Jedenfalls nicht ins Gefängnis. Unangenehme Post. Egal wie hinterhältig, kalt und berechnend du auch immer warst, ich habe zumindest geglaubt, dass selbst dir unsere Familie heilig ist. Und jetzt willst du mir eine Entführung unterschieben? Willst du mir auf diese Art Emma wegnehmen, um ihr was erzählen zu können? Dass man mich wegsperren muss, damit sie Angst vor mir hat, damit sie mich für immer hasst? Das ist ja eine nette Geschichte, Sebastian, die du dir da ausdenkst. Du besorgst dir alles, was man für eine Kindesentführung braucht und willst es mir in die Schuhe schieben? Soll das ein Witz sein? Er hat dir eine Wanze untergejubelt? Tanja, das ist der billigste Trick und du fällst drauf rein? Zum Glück. Was denn? Hör ich jetzt auch noch Skrupel raus? Mein Gott, Tanja, du hattest doch wirklich gute Gründe, diesen Plan mit mir durchzuziehen. Und durch deine Blödheit ist er jetzt gescheitert. Aber okay, wir sind ja kreativ genug, uns was Neues einfallen zu lassen. Nein, Ansgar, wir unternehmen nichts gegen Sebastian. Hörst du? Sag mal, soll das jetzt ein Witz sein? Ist das ein Mikrofontest oder was? Du hast mich ganz gut verstanden. Wir werden ihm nicht die Entführung seiner Tochter unterschieben und auch sonst nichts. Unsere Allianz ist vorbei. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Sebastian dir das danken wird, oder? Offensichtlich steht deine Milchsemmel nicht mehr auf blond. Kapier das endlich. Ich hole ihn mir zurück. Verlass dich drauf. Wir sehen uns wieder, Tanja.
Sehr bald schon.